Der war locker. Na? Spreizschritt. Ja, ist machbar. Aber 2 plus 3 minus, ich fange wieder auf. Alter, so lang konzentriert sein müssen, das ist schon hardcore. Wenn wir das geschafft haben, da oben, dann kann nicht mehr viel passieren. Ha, das schaut super aus! Gewaltig! Das war ein Mördergrad. Das kannst du laut sagen. Guten Morgen, liebe Leute, grüß euch. Neben mir der Markus und meine Wenigkeit. Hinter uns seht ihr die Granden von Österreich, der Großglockner. In der blauen Stunde, was machen wir heute? Eh schon lange versprochen oder angekündigt, dass das ein Traum war. Es wollte jetzt nah sehen. Ich will ihn sowieso sehen, seit ich das erste Mal da bin. Und ich glaube, der Markus ist auch richtig heiß drauf. Voll, ich freue mich schon voll drauf. Ja, wir stehen gerade am Freiwandgrat im unteren Bereich. Der schaut brutal wild aus. Ich glaube, wir haben einen heilen 100er Tag erwischt. Schaut euch das einmal an. Für uns geht es jetzt zuerst einmal in einfachem Gelände da weiter. Wir haben aber Klettersachen alles mit dabei. Viel Spaß, kommt mit. Freiwandgrat, der direkte Anstieg, Südgrat auf dem Fuscher Korkopf. Mindestens 3.000er seht ihr, wo wir es aufschaffen. Und ja, wenn es euch gefällt, bewertet das Video, Daumen rauf, abonniert den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, unten rein in die Kommentare. Wenn ihr uns loben wollt, unten rein in die Kommentare. Es wird keine Musik im Hintergrund angespielt, pures Bergsteigen, pure Leidenschaft. Viel Spaß, gehen wir auf den FKK auf. Fährt der überhaupt auf bis auf den Fuscher Korkopf, oder? Ja. Guten Morgen. Schauen wir mal, ob das Wetter heute passt dafür. Jetzt bleibt das still. Nein, das braucht man nicht. Zustieg zum Grat, schon ziemlich steil und ausgesetzt. Unter uns die Glocknerstraßen. Durch steiles Gelände geht es auf. Immer beim Edelweiß vorbei, die markieren den Weg. Geniales Tag haben wir heute erwischt. Gestern alles richtig gemacht, als wir andere durchgegangen sind auf dem Spielmann. Falls ihr es und seht, der Markus und ich stehen jetzt am Grat. Wir wissen nicht, wie schwer das der ist, darum haben wir uns aufmagaziniert. Wir können gegebenenfalls selber ansichern. 30 Meter Halbseil haben wir dabei. Ja, zur Lehrmeinung brauche ich nicht viel sagen, aber es gibt ja auch keine Beschreibung, zumindest im Internet zu dem Grat. Da hinten drüben wird die Sonne aufgehen. Hinter dem Spielmann, hinter der Racherin. Und von da unten kommen wir jetzt einher, direkt gegenüber das Glockner Massiv. Also, das wird heute klettern in atemberaubender Landschaft. Genial, gewaltig, sowas habe ich noch nicht gesehen und sowas habe ich auch noch nicht gesehen. So schaut es aus. Gell, Markus? Du hast vollkommen recht.
Tag verspricht einiges. Heute. Ja, genau so einen Tag haben wir uns ausgesucht und gewünscht. Du bist es. Let's go. Let's go. So, jetzt kommt das Ungleifhörer, weil wir ihr sehen könnt, hinter Markus ist der Großglockner schon in der Sonne. Brüchiges da. Okay. Die Schieferplatten, die da so da hängen.
Schau mal, was da unter dir, da vor deiner, in Gesichtshöhe ist. Ein Vorhaken. Ja, das heißt, das ist sogar dann einfacher für uns wie vermutet. Wenn das einbaut ist, brauchst du dich gar nicht selber um die Sicherungen kümmern. Ja, das ist ein Stand. Stand haben wir uns dann gemacht. Cool. Jetzt sind wir in der Sonne. Jetzt beginnt das lange Schwitzen. Die sind locker, gell? Hm? Die sind locker, die drei da. Okay. Entweder geht es da oben über den Zacken drüber oder rechts vorbei, aber ich glaube rechts vorbei. Gehen wir da vorbei. Ja. Schaut geschissen aus oder hat er voll geschissen? Voll geschissen. Ganz. Ach so. Ja. Gams oder Steinbock? Ja. Ja. Dann wieder gemütlicher. Ja.
Genau. Wo kann man hochhitzen? Ja, den mache ich erst, wenn wir oben sind. So, ganz oben? Ja, also aus der Schwierigkeit heraus. Brutal abschüssig. Ha, super, da ist ein Stand. Was einfährt? Ja. So, das Seil rausfangen. Das ist geil. Das hat man. Ja, wir wissen nicht, wie schwer dass die ganze Garde ist und da ist ein Standbohr und drum. Da mal über einen Halbmastwurf. Da einfach einmal ein bisschen losgehen. Let's go. Let's go. Da bitte. Gell. Mit den Kletterpatschern ist das schon fein. Da wieder einfach. Ist das Seil schon frei? Mann, das ist eh der Zacken, der so wild rausgehängt ist. Bis jetzt wechseln sie so leichte Kraxelei und Gegelände miteinander ab, aber es ist eine wilde Szenerie, wo wir da unterwegs sind. Sehr, sehr wild. Und ganz vorn sieht man das Invalek. Und das könnte das schon sein, dass das der erste 3000er ist, den wir machen. So, jetzt geht es da einmal runter in so einen Schatten und dann auf den nächsten Turm rauf. Ja, Wahnsinn, die Szenerie. Gebt euch das.
So, von da oben sind wir gekommen, in die Schwarten. Und ich muss sagen, für die Schwierigkeit ist der Fels erstaunlich kompakt. Das kannst du echt nur mit dem machen, was du verdauen hast. Ja, ah, da kommst du schön raus. Ganz einfach. Hat von unten nicht so leicht ausgeschaut. Voll cool, so freut. Wow, da pfeift's alle. Bist du deppert. Gewaltig. Ich sag das gleich, ob es oben umgeht. Ja, geht. Sauber. Spreadsheet! Da hört es noch unten um, glaube ich. Warte mal. Da sind jetzt viel lockere Steine, gell? Wart's da mal, bis dass ich da oben bin, bitte. Ja. Dass ich da nichts so antritt. Okay. Ja. Es sind ein paar Schritte da um, die ein bisschen blöder sind.
Freibung gehen, dann geht das schon. Ah, ja. Genau. Sollte ich mal aufschauen, ob das eh passt? Ja. Wenn nicht, dass den anders gehen müssen jetzt. Schaut gut aus dabei. Jetzt schau ich da noch für, wo es am einfachsten rauf geht. Ja, so bei mir schaut das einmal gut aus. Ja, da irgendwie rauf, wo es halt einfach ist, das Gelände ist wurscht wo. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es da jetzt weitergeht. Wie und wo und was. Weil. Ist das die Einkerbung, die brutale? Ja. Warte, ich schau mal ein Foto. Ja. Fuck. Das musst du unten umgehen. So, jetzt ein Sicherheitshinweis für Nachahmer. In der Stelle nicht aufgreifen auf den Turm, weil wenn du das tust, musst du wieder in Dreierkletterei retour im Absturzgelände. Und du musst auf jeden Fall da runter. Und wenn es mich nicht täuscht, sind das Steigspuren. Da geht es dann weiter. Also da vorher haben wir uns verkoffert. Sind wir da oben gestanden, da kannst du nicht abklettern. Zumindest nicht einfach als Absturzgelände. Und da darf er das jetzt zerstimmen, wie es weitergeht. Ja, mir so Tage, ich schaue jetzt nur mal da, ich suche mal da die einfachste Linie.
dahinter ausschaut. Ja, eben, weil das weiß ich ja nicht. Weil da vorne ist die Schorten und da hast du Gehgelände, da kannst du schön außen umgehen. Ja, das ist ein Zeichen. Herzlgrad. Gott hat uns lieb. Ja, genau. Das müssen wir mitnehmen, oder? Ja, das nehmen wir mit. Geht tun wir es auf Zeiten. Das nehme ich echt mit. Wir stehen da jetzt knapp unter 3000 Meter, 2985 an der Zahl. Die Szenerie war einfach gewaltig. Da vorne geht es weiter. Ganz hinten das Ziel, der Fuscher Karkopf. Eventuell machen wir sogar Überschreitung. Zum Sinn wäre leck, schauen wir mal. Und da ganz vorn über den Grat sind wir hergekommen. Wetter haben wir schon einige gemacht, aber es ist echt noch ein breiter Weg. Ein ewig langer Grat ist das. Und da oben geht es jetzt weiter. Oh, da muss es groß sein. Und aufpassen, dass da kein Schweiß rauskommt dabei. Das wird gefährlich. Ja. Ich muss eh schon wieder scheißen. Der Franz, die Gams. Thank you.
da oben aufpassen, was locker und was fest ist, gell? Aber im Großen geht es ganz gut. Ja, genau, da kannst du gut runter. Da ist dann so eine Art Steigspur wieder. Oben drüber? Sag ich dir gleich. Das habe ich vorher, bin ich nicht vorher gegangen. Weil da vorbei, wo ich bin, geht's. Ja, theoretisch geht es oben drüber schon auch, ist halt ausgesetzt. Aber herunten ist es auch ausgesetzt. Aufpassen, da sind ein paar lockere. Reibungskletterei auf Flechten, super. Wild Angelegenheit. Ja, geht gut. Geht gut da. So kleine Leisten sind da.
Jawohl! Jawohl, super! Jetzt links runter die Leisten. Ja, genau. Bin nachher zu den Buschen links unter dir runtergestiegen. Die Leisten noch weitergegangen. Ja, genau. Da müsste einer sein. Du kannst auch die Leisten mit all zwei Händen hernehmen. Jawohl, sauber. So, jetzt haben wir da vorne so einen Turm. Oben ist eine Schlinge rein. Der Markus sichert mir über einen Halbmastwurf. Das schauen wir uns an. Du kannst schauen, dass es schnell weitergeht, gell? Jawohl! Ja! Das ist schon ein Dreier da rauf. Aber hast du herum wieder einen schönen Griff, dann ist es schon vorbei. Links rauf, gell? Jupp! Ja, da geht's wieder leichter weiter. Ich hab dich noch nicht auf Zug. Ja. Schau einfach, dass du schnell aufsteigst. Links und rechts hast du einen guten Griff. Und sobald du gestiegen bist, kannst du herum nachher zu übergreifen. Das Seil läuft auf der Seite vorbei. Genau, super.
Ja, geht, ich hab die. Jawohl, super, sehr gut. Jetzt hast du es eh schon. Das war schon ein Dreier da rauf, gell? Ja. Hast du die aufgerissen? Soll mein Seil da umschmeißen? Warte. Ah, wurscht. Du musst nur hoch ansteigen, genau. Und schon sind wir da. Super. Sau gut, Bua. Gewaltig. Gewaltig. Ja. Passt. So, dann klettert die. Warte mal. Hast du einen Stand dabei? Ich stehe. So, jetzt. Mach dazu, trau dazu. Passt. Das ist überhaupt nicht schwerer wie vorher ausgesetzt. Also das haben wir vorher mindestens so ausgesetzte Sachen. Kreid, seilfrei. Jetzt lassen wir da runterlaufen. So, das hast du jetzt so. Einmal da. Noch ein Tor so durch. Da oben drüber. Rast die um, ja. Genau, jetzt mit dem rechten Fuß hast du rechts so ein Senken, nein, weiter rechts um. Da ist da so ein Loch, ja, genau, genau. Und jetzt kommst du dann mit dem linken Fuß auf den Fösen. Jawohl, passt. Super, danke. Bitte schön. So, jetzt sind wir da her. Und jetzt sind wir da. Und da wartet der nächste Spitz auf uns. Abstieg in die Schwartner zum Freiwandspitz, glaube ich, heißt er.
Da müssen wir jetzt schauen, wie wir runterkommen. Wahrscheinlich auf derer Seite. Wahrscheinlich. Ah ja, super, da ist sogar was eingebaut. Ja, da konnte man sogar abseilen. Du kannst uns übers nächste Wandel in die Schorten auch noch runter. Grüß gut, schön. Grüß gut im Land. Kurze Snickers-Pause. Ganz nach dem Motto: Iss ein Snickers und der Hunger ist gegessen. Und jetzt geht's endlich auf den ersten 3000er Tutten rauf. Das kann was, oder? Das kann was. Brutal. Und jetzt da oben. Ja, brutal. Und da rauf. Da hat Vieri gehen, oder? Voll geil. Ja.
Reibungskletterei da auf der Kante rauf. Zwarer, 2 Plus Gelände. Sehr ausgesetzt. Super. Bergheil vor der Freibahnspitze, 3034 Meter. Ja, ist schon sehr anspruchsvoll da rauf, ziemlich langer Grat. Und jetzt geht es der Viere, der markante Kupf da vorne. Das ist der Freiwandkasten und ab dann wird das Gelände einfacher. Jetzt schauen wir, dass wir Meter machen. So, nächster Abseiler. 15 Meter Seil reicht scheinbar. Was heißt scheinbar, es reicht. Da geht's dahin, da geht's dahin.
wie ausgemessen. Gewaltig, sagen wir da. Gewaltig. Ganz gewaltig. So. Passt. Geht schon, danke. Nicht, dass der Kamera gut stand. Dankeschön, das war blöd. So. Das war ein Magenschaß. Wird wahrscheinlich außen umgangen, oder? Hör mal, da geht's da oben. Sind wir gut richtig. Warte, du hängst. Ach, danke. Und da war auch was umgegeben, schau. Zum Abseilen. Ja. Ja, sind wir so umgegangen. Sind wir sicher schneller gewesen so. Der war locker. Ist nichts passiert. Nein. Ich habe noch euch getreten. Kuckuck, hier bist du. Jetzt müssen wir da welche. Da war sehr viel Spannung. Ja. Da
bei dem. Ja. Aber weißt du das vorher? Nein. Ein beherzter Schritt. Der Fels hält, Gott sei Dank. Da, wo du ihn brauchst, ist er Gott sei Dank kompakt. Ja. Ein beherzter Schritt. Der ist halt, Gott sei Dank. Da, wo du ihn brauchst, ist er Gott sei Dank kompakt. Der Fels? Ja. Übrigens, man kann auch einen fetten Daumen nach oben da lassen. Das kannst du unten alles umgehen auch, gell? Braucht man nicht oben drüber.
brüchig ist da. Ja. Schiefer. Sauerbär! Geil. So, jetzt schauen wir, wie es da weitergeht. Hoffentlich gut. Ja, dabei können wir nur gerade ausgehen. Schaut eh ganz gut aus. Der letzte ist wahrscheinlich ein wenig ein Problemchen. Der da? Der letzte vorne. Ja, schauen wir mal, wie es da oben geht. Wir werden es gleich sehen. Wow. Alter, so lang konzentriert sein müssen, das ist schon hardcore. Ja, gut, dass wir ausgeschlafen sind. Das war die richtige Entscheidung. Ja, gleich schlafen gehen, früher aufstehen. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. So viele Türme, Wahnsinn. Seid ihr mehr wie bei der Glocknerwand? Ja, echt? So geht er gleich. Ja, ist machbar. Aber zwei plus drei minus, ich fange wieder auf. Hinter dir über den Absatz ging es besser, da wo du jetzt bist. Wo du mit den Füßen stehst, über den Absatz ist es leichter als da wo ich gegangen bin. Ja, da hast du schöne Tritt. Ja, gerade oben durch den Schluff, da sind ein paar so Tritt. Thank you.
Ja, bei mir geht's durch. Ja, schau mal um ums Eck. Aber da kann man runterkriegen. Ich bin halt schon ein Spurfuchs, gell? Ich bin halt schon ein Spurfuchs. Meinst du, wer so dick ist, oder der Stein? Ja. Ah, ja. Habe ich schon gemacht. Sehr gut, Markus. Nein, der letzte ist noch ein. Da ist schon einfach. Ja, genau. Aber das ist der letzte ausgesetzte jetzt. Der letzte ausgesetzte Turm, wenn es stimmt. Ich warte da, ja. Ja. Ja, da bin ich umgestiegen. Da musst du auf Reibung gehen und die Kanten als Griff nehmen. Herr Rom ist auch so ein Henkegriff. Ja, oben die ganze Leisten. Ja, genau, ich bin aufgestiegen. Und jetzt gelangst du eigentlich oben die Leisten eh. Kannst die ganze Leisten nehmen. Genau. Und dann muss ich jetzt da umsteigen. Jawohl. So, jetzt ist die Frage, ja, da auf der Seite queren wir vorbei. Anziehen darfst du da halt nicht, gell? Nein.
Genau. Das Gestein verändert sich. Da vorne. Ja, wird so dunkel, gell? Ja. Jetzt ist die Frage, wie es da oben geht. Wenn wir das geschafft haben da oben, dann kann nicht mehr viel passieren. Außer ein Schlampigkeitsfehler. Ha, das schaut super aus! Gewaltig! Juhu! Jawohl! Geil, 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 geil! Sehr gut. Ja. Jawohl! So geil! Das war ein Mördergrat. Das war ein Mördergrat. Oh, das kann so laut sein. Super. Das war jetzt der letzte, ja? Nein, da vorne, der tut, das ist unser Gipfel, der zweite. So geil, ja. Haben wir es fast geschafft. Das Gröbste halt. Passt. Markus steigt aus dem Grat jetzt. Also der Grat geht noch weiter, aber aus den Schwierigkeiten. Und die haben wir vom Start weg angehalten bis jetzt. Du hast fast 4 Kilometer dir keinen Fehler erlauben dürfen. Und ja, es sind doch 900 Höhenmeter, die du da machst bis jetzt. Also Hut ab, richtig coole Geschichte. Super, Markus! Ja, das ist mir wurscht heute. Und mit den Stimmbandler. Zerzahnt, das ist mir sowas verwurscht. Gewaltig! Mördergewaltig! Yeah! We did it! So ein Bruchhaufen da. Also ich glaube, zur Moretour wird das nicht.
So Leute, bergheil vom Freiwandkasten, 3114 Meter. Freiwandspielzone, Freiwandkasten, ich werde es für Salewa 3000 markieren. Sind noch bisher unbestiegene Gipfel gewesen. Habe aber nicht nur wegen Salewa 3000 gemacht, sondern wenn du Bergsteiger bist, da öfter in die Region kommst und diesen Grat siehst, dann stößt du natürlich die Frage, ob der Grat machbar ist. Und ja, wir haben keine Informationen gehabt, ich habe nur gewusst, dass er Dreier sein sollte. Mehr habe ich nicht gewusst. Und ich bin so richtig happy, dass wir jetzt da herum sind. Jetzt geht es noch auf den Fuscher Korkopf rauf, über den Südgrat. An und für sich ist das dann eigentlich der direkte Südgrat, den wir heute machen. Aber definitiv nicht der kürzeste Weg auf den Fuscher Korkopf rauf. Kommt mit, wir machen jetzt eine kurze Pause und dann rauf auf den FKK. Ja, nach einer kurzen, verdienten Pause, beziehungsweise eine halbe Stunde sogar, sind wir jetzt am Weg zur letzten Etappe. Und zwar Freiwandkasten, Fuscher Korkopf. Da vorne oben, Gipfelkreuz, sieht man schon, über den Grat geht es jetzt rauf. Sind noch gute 200 Höhenmeter. Ich habe den Grat schon öfters gesehen. Technisch schaut der jetzt nicht schwer aus, darum haben wir eben auch unser Gurt mittlerweile abgelegt. Ein richtiger Schotterhaufen da, brutal. Das ist jetzt der Abstieg in die Schorten zwischen Freiwandkasten und Fuscher Korkopf da oben. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Aus der Frontalen hat das viel dramatischer ausgeschaut. Ist zwar sehr splittrig, aber auf Reibung geht es ganz gut drauf. Ausrutschen ist natürlich trotzdem nicht drinnen. Höhenmeter noch. Die Tour schenkt echt ein, muss ich sagen. Die schenkt ein. Vor da ganz vorn über Altzacken sind wir hergekommen. Rechts wird der Gang jetzt eigentlich, Markus. Das ist jetzt der finale Gipfelaufstieg. Ich bin eh aus der Schussbahn. Ich bin aus der Schussbahn. Aber ich riskiere heute für das Video so viel, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer diese Bilder von dir aus dem Ausstieg mitkriegen können. Gewaltig einfach. Voll gewaltig. Mördergewaltig. Abartig gewaltig. Markus, der Steinmetz. Er gestaltet den Fuscher Korkopf neu. Na.
der Franz im finalen Aufstieg vom Fuscherkarkopf. Geht schon, Franzi! Endspurt! Bis zum Gipfel heute. Gewaltig! Bergheil! Perfekt! Sau gut! Sau gut! Bergheil nochmal vom Fuscher Karkopf. Da ist Gipfelkreuz heute. Wirklich cooles Panorama. Markus, dort den Sand gerade einmal aus den Schuhen raus. Da hinten ist der Sinwell Lake. Das habt ihr im Nebel eben damals gesehen. Hört ihr an Zirchen auch die Quellwolke mittlerweile schon auf. Da vorne den ganzen Grat kommen wir her. War echt ziemlich lang. Markus, was sagt deine Uhr? Wie viele Kilometer? Fünf Kilometer am Grat. Fünf Kilometer am Grat, also von vorne direkt da her. Ja, ist schon ein ziemlich langer Tag. Heute auch noch gewaltiger Ausblick auf den Großglockner. Johannesberg, wo wir erstoben waren. Rechts das Schottzeitköpfe, wo wir auch oben gewesen sind. Und da geht es in die Heimat, in die Salzburgerische rein. Einfach nur gewaltig. Ja, also den Normalabstieg Fuscher Karkopf kennt ihr ja eh. Diejenigen, die noch nicht gesehen haben, ich habe zwei Videos zum Fuscher Karkopf bereits gemacht. Sind unten in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr euch dann gern im Normalabstieg anschauen. Ich werde den jetzt gar nicht mehr großartig dokumentieren, weil ich habe gerade zu Markus gesagt, das ist jetzt momentan gerade echt ein Spaziergang. Darum mache ich jetzt auch gerade das Fazit zum Freiwandgrat über Freiwandspitz und Freiwandkasten auf dem Fuscher Karkopf auf. Was willst du gleich sagen? Hammergeil. Hammergeil, ja. Hammergeil. Also ich würde mal sagen, ui, a, brüchig. Sehr sogar. Ja, Dreiergelände ist dabei. Für Zweier, ausgesetzte Zweier im Absturzgelände. Da, wo die Griff Gott sei Dank gut halten. Teilweise splittrig, brüchig, das Gestein, der Fels wechselt durch. Die Devise ist nicht immer oben drüber über den Grat. Ab und zu kannst du auch mal ein bisschen vorbei, aber da darf es überhaupt nicht nass sein. Wir haben heute einen 100er Tag gehabt, das war einfach Bombe. Danke Herrgott, sage ich da jetzt gleich einmal dazu. Und das haben wir echt gut erwischt. An und für sich, wir sind mit dem 30 Meter Seil gut rausgekommen. Dreier sollte jetzt rein können. Von Wegfindung, alpine Erfahrung braucht man schon eine große, dass man da gut und sicher auffindet, wenn man das hat. Dann reicht der 30 Meter Seil, ein paar Bandschlinger und die Karabiner, die du halt zum Sichern brauchst. Also die Friends und die Keile, die waren heute Zusatzgewicht, ein bisschen ein Training. Genau. Ja, der Grat selber 5 Kilometer lang, darfst du echt nichts da lahm. War richtig cool, also uns hat es voll Tag. Ja, voll Glas. Ja. Mega. Jetzt gefallen wir uns unten schon auf ein Bier, weil das haben wir uns verdient. Bewertet das Video, Daumen rauf, Daumen alle. Ich hoffe natürlich, dass mehr Daumen rauf da sind. Und es werden auch in Zukunft wieder viele richtig geile Videos kommen. Wer da nichts verpassen will, Kanal abonnieren und die graue Glocke aktivieren. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, unten eine ins Kommentarfeld. Und ebenso würde es mich freuen, wenn sich viele an Salewa 3000 beteiligen würden. Wir haben heute wieder 2-3000 da von der Liste der unbestiegenen 3000er abgehackt. In dem Sinn, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Bergheil und bleibt's geil. Genau, ciao, ciao, so schaut's aus. Okay.